ich stehe schon über 30 Jahre auf der Bühne und natürlich ist mir das bewusst, aber es ist nicht ein Gedanke, womit ich mich wirklich beschäftige oder sowas. Aber ab und zu kommt sowas und zum Beispiel letztes Jahr zu meinem Geburtstag hat mir eine alte Freundin eine DVD zugeschickt von einer Produktion, die ich in 1985 gespielt habe in Amerika. Und ich habe diesen DVD angeschaut und wo ich so jung war und da dachte ich, wow, was für ein tolles Leben. Und was für ein tolles Leben ich hatte und immer noch habe und dass ich so lang dabei bin. Und dann, aber es ist, solche Momente sind wirklich sehr rar, sehr selten und die halten auch nicht lange. Ich mache es, der Bösewicht zu spielen. Mir macht es Spaß. Und ich glaube, dass auch Iago ist auf eine gewisse Art so ein Sympathieträger, auch einfach, weil es so viel Humor auch dabei ist. Die Sache ist, dass wirklich fast alles, was ich auf der Bühne machen muss, ist zusammen mit Jafar. Und teilweise mit Aladdin, teilweise mit Jasmin und teilweise mit der Sultan. Und das Ensemble, die Reste, die Leute, ich sehe eigentlich nur auf der Seitenbühne oder sowas, aber wirklich so auf der Bühne haben wir wirklich sehr wenig miteinander zu tun, sowas. Aber es ist wirklich sehr harmonisch und es ist sehr lustig und die drei älteren Männer setzen sich hin, wenn sie nicht gebraucht sind.